Neben seinem Geruch, der verfliegen würde, sobald Eve die Fenster öffnete, hatte Siggi zwischen den Kaffeetassen vom Morgen einen Stapel Zeichnungen zurückgelassen. Und Aya nahm einige Blätter davon mit in ihr Zimmer. Ließ sie in Schubladen unter Strümpfen und Hemden verschwinden oder klemmte sie ins Fenster und Efi steckte sie mit Nadeln über ihrem Bett fest, damit sie vom Kopfkissen aus sehen konnte, was Siggi auf weißem Papier für sie dagelassen hatte. Ein winziges Bund gelber Blumen, einen winzigen Zirkuswagen, ein winziges Dachfenster und darunter auf einem winzigen Laken ein winziges Kind. Mit der Zeit verschwanden die Bilder. Sie fehlten im Flur, sie fehlten in der Küche, in Ayas Zimmer. Sie fielen herunter und Efi und Aya machten sich bald nicht mehr die Mühe, sie aufzuheben.